In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein einfaches Rockschlagzeug arrangieren könnt. Wir legen als Basis einen Grundrhythmus unter den Song und lernen dann, wie wir mit Hilfe von Crashbacken und Fill-ins die verschiedenen Songteile optimal herausarbeiten können. Falls ihr das Projekt der letzten Einheit noch offen habt, könnt ihr einfach damit weiterarbeiten. Ansonsten nehmt ihr einfach die Rock Anthem Drums Datei, klickt doppelt drauf und entpackt das Bundle an einen Platz eurer Wahl. Lasst uns noch einmal kurz reinhören, wie weit wir schon gekommen sind. Wir haben inzwischen einen Bass geschrieben und Strings dazu gesetzt und einen Chor. So klingt alles zusammen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Drums. Vielleicht einer der wichtigsten Parts. Wir haben sie uns für den Schluss aufgehoben, da sie etwas anders sind als alle anderen Instrumente, die wir bis jetzt geschrieben haben. Wir klicken wieder auf die Drumspur drauf und machen das ein bisschen größer. Scroll das hier mal runter, machen wir das mal ein bisschen kleiner da. Schalte die Drums auch mal in Solo, dass wir das sehen können, was wir haben. Bis jetzt haben wir nur auf der Piano-Rolle geschrieben. Hier merkt man schon, hier kommen keine Töne raus. Dafür haben wir hier oben, ich kann das gleich mal schließen, eine sogenannte Drum Map. Das sehen jetzt alle Instrumente, die wir zur Verfügung haben bei unserem Schlagzeug. Ich klicke die einfach mal durch. Eine Bassdrum, so eine Click, eine Snare Drum, drei Toms. Das ist das obere. Und eine Hi-Hat, ein Crashbecken und ein Ride Cymbal. Das sind die wichtigsten Instrumente, die wir brauchen. Wir können diese Instrumente genau wie bisher mit einem Doppelklick auf eine bestimmte Time einfach hier reinschreiben. Und auch natürlich abspielen. Und genauso wie bisher können wir alles markieren und mit Entfernen wieder löschen. So, wie funktioniert es ein Drumbeat? Ein Rock-Drumbeat. Der Beat wird achtelbasiert sein. Das heißt, wir schalten hier unser Raster wieder auf Achtel und wir beginnen mit der Snare auf 2 und 4. Akustik heißt die hier. Fangen wieder in Takt 2 an, nach dem Auftakt. 2 und Schlag 4. Wir ziehen hier einmal nochmal die Piano-Rolle nach oben und dann am unteren Rand nochmal nach oben, um wieder unsere Velocity zu kriegen. Und wir machen die Snare mal komplett laut. Wenn ich jetzt das markiere und dupliziere, beziehungsweise wieder mit gehaltener Steuerungstaste auf den nächsten Takt schiebe und das Ganze nochmal mache vielleicht, haben wir schon 4 Takte Snare auf 2 und 4. Wir können uns das jetzt einfach mal zur Musik anhören. Ja, man merkt, das ist eigentlich schon, es groovt schon. Wir haben jetzt nur ein Instrument verwendet, aber gleich sei gesagt, das ist das wichtigste Instrument, das ist der sogenannte Backbeat. 1, 2, 3, 4. Und das ist eigentlich das wichtigste Element der Rockmusik. Der Backbeat. Das ist das, was das Ganze zu grooven bringt. Natürlich hat der Schlagzeuger mehr als einen Arm. Ja, das könnte ich jetzt mit einem Arm spielen. Könnte ich nebenbei ein Buch lesen, vielleicht mit der anderen Hand. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir da noch dazu machen können. Das erste, vielleicht weitere wichtigste Element ist die Bassdrum. Die setzen wir jetzt einfach mal auf 1 und 3. Dann haben wir Kick, Snare, Kick, Snare. Das ist quasi eine Abwechslung zwischen hohen und tiefen Noten. Einfach auf jede 1 und auf jede 3. Wenn wir uns das jetzt anhören. Machst du mein Solo?
Wir haben jetzt eine abwechselnde Folge zwischen hohen und tiefen Noten. Und das sind eigentlich die wichtigsten Elemente von unserem Beat hier. So, was jetzt die Schlagzeuger noch dazu machen, wir haben noch eine zweite Hand, das sind Achtelnoten auf einem Becken. Wir benutzen hier die Hi-Hat und zwar die Open Hi-Hat. So klingt die. Und da schreiben wir jetzt einfach mal jede Achtelnote rein. Einen Takt lang erstmal. Und da merkt man jetzt schon, dass es so ein bisschen pumpt, dass es ein bisschen klingt, dass diese ganzen vielen Hi-Hat-Schläge eigentlich ein bisschen viel sind, gerade auf diesem halboffenen Sound. Und was es Rock-Schlagzeuger oft machen, ist, dass sie Betonungen spielen. Das heißt, sie betonen nur die Viertel und die Achtel dazwischen, die sind auch nicht so wichtig für unseren Beat. Wir wollen ja dieses Kopfnicken kreieren. Das heißt, die werden unbetont gespielt. Und die können wir jetzt einfach mal so ungefähr auf 83. Man sieht hier die Anschlagstärke AS. Ziehen wir jetzt alle mal ungefähr auf 83 runter. Ja, wenn jetzt dann mal ein 86er dabei ist, ist alles nicht so schlimm. Auch auf 83. Und wenn wir uns jetzt das anhören, merken wir, das klingt schon mehr nach Rock. Ich kopiere das gleich mal rüber, wieder mit gehaltener Steuerungstaste, dass wir etwas mehr Beat haben und dann können wir uns das gleich mal anhören zusammen mit unserer Musik. Ja, ich finde, das groovt jetzt schon ganz ordentlich. Wir können jetzt hier noch eine Variation in der Bassdrum schreiben. Und zwar immer die letzte Achtel spielen wir nochmal. Dann haben wir Bum, Chak, Bum, Chak, Gung, Gung, Chak. Hören wir uns das mal an. Ja, damit könnten wir jetzt eigentlich schon den ganzen Song begleiten. Wir markieren alle Noten, schieben sie nach rechts, halten die Steuerungstaste gedrückt und lassen los. Das Ganze machen wir einfach nochmal. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So lange, bis wir hier oben sehen, dass wir weitergekommen sind, als die Bassspur reicht. Schließen wir die Drums mal für einen Moment und ziehen das rechte Ende unserer Spur genau auf das rechte Ende der Bassspur. So, wenn wir jetzt alles anhören, sollten wir eigentlich einen kompletten Song voll Drumbeat haben. Ja, also das klingt schon gar nicht schlecht. Es ist nur noch ein bisschen langweilig. Was noch fehlt, sind die Variationen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was so ein Drummer alles machen kann, um eben ein bisschen Variationen reinzubringen, um auch den Song noch besser voranzubringen, um zu markieren, wo fängt ein neuer Songteil an, wo wiederholt sich ein Songteil und so weiter. Wir klicken nochmal doppelt auf die Drumspur, gehen an den Anfang zurück. Das erste, was wir setzen, ist ein Crashbecken. Hier oben. Oder nehmen wir lieber das hier. Doppelklicken. Und das Ganze ist ein bisschen laut. Lass uns das mal eher so auf 100 ungefähr ziehen. Und wichtig ist, wir haben ja nur einen rechten Arm. Die linke Hand ist auf der Snare. Das heißt, wir können kein Crashbecken und Hi-Hat gleichzeitig spielen. Das wird auch nicht gut zusammen klingen. Das heißt, wir löschen die Hi-Hat hier raus mit einem Klick mit der rechten Maustaste. So, lass uns mal den Anfang jetzt anhören.
Ja, da merkt man, dass jetzt der Song schon einen ganz anderen Anfang hat, einfach weil dieser Akzent mit dem Crashback am Anfang gespielt wird. Unsere Akkordfolge wiederholt sich nach 4 Takten. Das heißt, was wir jetzt auch machen können, ist, bei der Wiederholung wieder ein Crashbacken zu setzen. Ich kopiere das jetzt hier einfach mal rüber mit Steuerung, lösche das hier raus und mache das nach 4 Takten nochmal genau dasselbe. Wenn wir uns jetzt hier diesen Turnaround anhören, wo die Akkordfolge wieder von vorne beginnt, werdet ihr merken, dass durch dieses Crashbacken der Anfang noch etwas verstärkt wird. Und unseren Teil B machen wir dasselbe. Der kriegt natürlich auch ein Crashbacken. Und auch wieder, wenn es in den Teil A geht, machen wir wieder dasselbe. So, dann würde ich sagen, hören wir uns das Ganze nochmal an, wie das jetzt mit den Crashbacken klingt. So, wenn man das jetzt anhört, merkt man, dass es noch ein paar Sachen fehlen. Ja, das Schlagzeug spielt einfach weiter hier. Das heißt, wir löschen jetzt einfach mal alles bis auf die Bassdrum hier am Anfang raus mit Entfernen. Auch das Hi-Hat und setzen ein Crashbacken am Schluss. So, jetzt haben wir schon den guten Schluss. Auch hier, vielleicht erinnert ihr noch, wir haben da so eine Bassnote mal lang gespielt, weil ich gesagt habe, hier wird nachher auch ein kleiner Break kommen. Dann machen wir genau dasselbe. Wir löschen das raus, löschen die Hi-Hat, setzen ein Crashbacken. Und dann kann es wieder von vorne losrufen. So, was wir jetzt noch machen können, dass wir diesen B-Teil etwas herausheben, ist ein anderes Becken zu verwenden. Wir markieren alle Hi-Hats hier und schieben das Ganze auf das Right-Becken. Können wir uns gleich mal anhören. Ist ein bisschen zu laut. Wir klicken hier oben und ziehen das Ganze runter, bis wir ungefähr auf 100 sind. Dann sollte es passen. Und dann können wir uns gleich mal diesen Unterschied anhören, wie das klingt, wenn wir für diesen Teil ein anderes Becken benutzen. Ja, bringt einfach ein bisschen eine andere Klangfarbe rein und hebt so diesen Teil etwas hervor. Und wenn wir wieder zurück zu dem alten Teil gehen, nehmen wir auf das alte Becken. Ja, das bringt das Ganze so ein bisschen zusammen wieder. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind sogenannte Fill-Ins. Das ist eine weitere Möglichkeit der Variation für Schlagzeuger. Was ist ein Fill-In? Ein Fill-In ist immer vor einem neuen Songpart. Also wir leiten damit den neuen Songpart ein. Oder auch wenn der gleich wiederholt wird, können wir dasselbe machen. Wir nehmen einen Teil vom Beat weg. Zum Beispiel hier jetzt mal 3/8. Entfernen die und können jetzt hier irgendwas anderes machen, zum Beispiel mit Toms, mit Snare. Ich zeige euch jetzt einfach mal den ganz einfachen Fill-In. Wir nehmen jetzt hier 2 Snare-Schläge, aber laut natürlich. Und ein Bassdrum. Und damit diese Snare-Schläge noch ein bisschen fetter klingen, nehmen wir da gleich noch das Stand-Tom
Hier mit Low, also für Low Tom. Das bitte auch ganz laut. Zwei Tom-Schläge, ein Bass-Tom-Schlag. Können wir uns mal anhören, wie das klingt. Macht einfach so eine ganz, ganz kleine Variation rein, ohne jetzt irgendwie den Beat groß zu stören. Das finde ich immer wichtig. Man kann ja auch so einen ganzen oder ein bis zwei Takte lang Fill-In machen. Man muss aber immer sich vor Augen halten, dass wenn man das macht, hat man an dieser Stelle keinen normalen Groove. Das heißt, es kann den Song an der Stelle stören, es kann dieses Kopfnickgefühl, das man hat, wenn man so Musik hört, stören. Deswegen finde ich immer besser, wenn man die Fill-Ins ein bisschen kürzer hält. Dieser Fill-In gefällt mir so gut, den glaube ich schreibe ich gleich nochmal rein, und zwar hier als Pickup. Ja, hier haben wir so eine ganz große Lücke, machen wir einfach dasselbe nochmal, zwei Snare-Schläge mit der Low-Tom und einem Bass-Tom-Schlag. Klingt dann so zusammen. Ja, es führt einfach wieder ein bisschen besser in diesen Teil rein. Und natürlich, vor unserem B-Teil brauchen wir auch einen Fill-In. Da würde ich jetzt sogar einen mit 16 schreiben. Das heißt, wir ändern unser Raster auf 16. Und ich mache wieder 3/8. Die lösche ich raus, damit ich Platz für meinen Fill-In habe. Und wir machen 3 Snare-Schläge und 3 Tom-Schläge. Wir nehmen die High-Tom hier und zweimal die Low-Mid. Das ist die mittlere Tiefe. Können wir uns auch nochmal anhören. Ja, das ist ein bisschen schneller, das unterbricht jetzt mal diesen Achtelfluss ein bisschen. Gar nicht verkehrt an der Stelle. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist in diesem B-Teil ein paar von den Akkordwechseln noch mit dem Crashbecken zu akzentuieren. Wir hören gleich nochmal rein und ihr könnt auch selber mal hören, welche Akkorde ihr mit einem Crashbecken versehen würdet. Also ich würde hier diese absteigende Akkordfolge gerne etwas bisschen herausheben, und darum setze ich jetzt da überall mal ein Crashbecken. Wir kopieren wieder das hier, also auf hier, auf hier und vielleicht hier auch nochmal eins. Wir löschen wieder das Rightbecken an derselben Stelle raus. Und hören uns unseren B-Teil mal an. Genau, klingt jetzt für mich fertig. Wir hören uns zum Schluss jetzt nochmal den kompletten Song an, wie wir ihn jetzt haben. Ich klicke hier nochmal auf Fit Project, dass wir alles sehen, was wir bis jetzt geschrieben haben. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt schon fertig ist oder ob wir noch irgendwo Probleme sehen oder noch was ändern möchten. Ja, also ich wäre zufrieden, weiß nicht, wie ihr das seht. Und was wir jetzt noch machen können, ist das Ganze zu exportieren. Wir klicken hier einmal auf die Gitarre, um diesen Bereich hier oben zu setzen. Und dann klicken wir nochmal auf das leere Feld daneben, damit diese Gitarre nicht ausgewählt ist. Wir klicken dann auf Datei, exportieren, Audiodatei.
Dateiname und Speicherort. Hier könnt ihr die Datei benennen. Dann brauchen wir einen Bereich. Ja, wir nehmen hier Zeitauswahl auf Loop-Bereich setzen. Sehen wir hier diesen grünen Bereich. Der geht jetzt genau bis zum Ende unserer Gitarrenspuren. Das passt also. Und hier sehen wir jetzt auch, dass dadurch alles markiert wurde. Also bei jedem ist jetzt hier ein Haken. Und jetzt sehen wir auch, warum es wichtig war, diese Gitarrenspur wieder zu entmarkieren. Weil sonst hätten wir jetzt hier nur einen Haken. Wir brauchen den Haken aber natürlich überall, weil wir wollen ja einen Mix von allen Spuren exportieren. Wir können jetzt verschiedene Formate exportieren. Hier ist Dateityp Wave, das ist unkomprimiertes Audio. Das ist jetzt für mich erstmal okay. Ihr könnt aber auch eine MP3 draus machen, wenn ihr das Ganze verschicken wollt übers Internet. Klick auf Exportieren. Braucht ein bisschen. Hier oben sehen wir, Audio wird abgemischt. Und wenn das dann fertig ist, bekomme ich hier eine Nachricht, kann den Speicherort für den Export öffnen und sehe hier die Datei, die ich auch einfach mir dann anhören kann. Schaut gut aus, lasst uns noch den Schluss anhören. Diese Datei könnt ihr jetzt zum Beispiel dazu benutzen, euren Freunden oder Bandkollegen euren neuesten Song zu zeigen. Vielleicht noch eine Sache, die relativ nützlich ist. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch die Gitarren hier raus muten. Und das Ganze wieder exportieren, um so zum Beispiel einen Backing-Track zu produzieren, wo ihr dann dazu üben könnt. In einem weiteren Video werden wir uns noch anschauen, wie ich behind the scenes diesen Song abgemischt habe, damit er so klingt, wie er jetzt klingt.